Ah, Lilo, wie versprochen, das Ding, was toucht. Ja. Gut, den Touchscreen-Monitor hatte ich ja. Und mittlerweile habe ich eine Home-Tablet-Box, nennt sich das Ding, von Hans G. Ne? Der Hans, der geht jetzt. Und zwar passend zu dem Monitor HT231, die entsprechende Home-Tablet-Box hier HSG 1291 und die touched, ja, man sieht's. Über das Tablet Ethernet habe ich mittlerweile verbunden mit dem Ding. Ethernet holt sich automatisch eine IP, statische IP-Settings gemacht, habe entsprechend bei dem Dingenskirchens die Sprache noch auf Deutsch gesetzt. Das wäre nichts Verkehrtes, habe ich mir gedacht. Deutsch. Gut, was war gewesen? Bei dem Ding war es zunächst einmal so. Ja. Erstmal, wir gucken mal, Obecke jetzt. Was ist das für ein Teil? Kriege ich das hier jetzt gebacken mit meinen komischen Fingern? So. Das Ding ist es jetzt, ne? Das ist so ein bisschen klein, ne? Und kann irgendwie auch so ein bisschen weniger. Aber macht nichts, ne? Dafür kann es jetzt touchen. Hat USB, darüber holt sich Strom. Und dieses Stromdingenskirchens hat noch einen USB-Anschluss, aber der ist nicht dafür geeignet, um jetzt irgendwas Gescheites anzuschließen. Ich denke nur so als Ladekabel. Das beigelegte HDMI-Kabel hat nicht funktioniert. Komischerweise, ich habe ein anderes genommen. Bums. Ethernet angeschlossen. Und wir hatten ja gesehen, hier kommt das Kabel von meinem Monitor, ne? Von dem HSG halt. Ne? So, und dieses Monitorkabel, ne? Also Touchkabel. Touch-USB habe ich nochmal, der bei nicht dabei, nochmal zusätzlich einen USB-Mehrfachstecker dran gemacht, damit ich zum Beispiel meine Webcam, die ihr schon gesehen habt, anschließen kann und zum Beispiel einen USB-Stick. Hat man sowas nicht, also direkt den Monitor-Touch-Ausgang USB direkt an den USB-Eingang. Und das ist gut, was hat es noch? Ein Ausschalter hat es hier dran. Gut, soweit, so gut. Also, es toucht. Der eingebaute Google Play Store wollte zunächst nicht. Ne? Das Symbol habe ich mir im Nachhinein erstmal dahin gepackt. Gut. Oder nicht gut. Was war gewesen? Hier gab es nur so einen Pre-Play Store, wie auch immer, Play Store, einen neuen Benutzer anlegen. Ging nicht. Ja, aber der zweite war so ein bisschen komisch, war ja der Ding. Ja. So, dann habe ich mir da über den Play Store einen vorhandenen Benutzer angelegt und das ging dann. Dann konnte ich mir was installieren, zum Beispiel Angry Birds. UpGuard habe ich mir installiert und Avast. Und eine Kameraanbindung war logischerweise nicht dabei, weil da keine Kamera drin war in dem Ding. Das ist mir aber ganz recht, ja. Ich glaube es mir aber nicht, das ist mir ganz recht. So eine Kameraanbindung. Ja, na gut, ich habe mir über USB habe ich mir halt noch eine ganz stinknormale Webcam da dran geschaltet, die jetzt mal so angeht. So, geht jetzt, wenn das so rot aussieht, das liegt daran, das Licht im Wohnzimmer ist jetzt so rot. Kann das auch nicht ändern. Ja, kein Foto auf dem Boing, ne, da haben wir jetzt davon. So, und jetzt wieder zurück und dann können wir über die Galerie uns die Fotos wieder angucken, wie ich da schön blöd im roten Wohnzimmer sitze, wie im Puff. So. Aber auch schon hinter uns. So, also jedenfalls, das Ding touchte mit dem AppGuard, den ich mir noch installiert habe, nachdem der Play Store dann ging. Kann ich dann zum Beispiel dem Angry Birds so ein bisschen die Zähne ziehen. Ich überröte hier. Ich hatte eigentlich vorhin grün eingestellt. Aber irgendeiner hat eine Funkfrequenz in der Nähe, der da dauernd mal Licht auf Rot ausstellt, irgendwie Puff in der Nähe, ich weiß nicht, müsste ich mal. Also, so viel zum Kinderspiel. Es war also kein Kinderspiel, das erstmal zum Laufen zu kriegen, aber wer nicht so viel Erfahrung hat, der wird sich wahrscheinlich da den Wolf gesucht haben, aber das fing, wie gesagt, an mit dem HDMI-Kabel, ne? Aber jetzt touched. Ich weiß nicht, vielleicht war es ein Produktionsfehler, vielleicht habe ich nicht lange gewartet. Jedenfalls mit dem anderen HDMI-Kabel geht es jetzt ganz ausgezeichnet. Und wie gesagt, ich fummel mir jetzt die Apps zugange. Apps zugange. Angry Birds funktioniert. Dann kann man sehen, da wollte ich doch hin. Da wollen wir noch hin.
So, was wollen wir gucken? Ne? Aha, so, Kamera haben wir gesehen, Galeria haben wir gesehen, Angry Birds haben wir gesehen. Einstellungen, App-Scanner, Browser. Gut, was hat das Ding noch? Es hat irgendwo eingebaut ein Mikrofon. Nee, nicht von meiner Webcam. Aber ich habe es festgestellt, ich konnte über Google was suchen. Aber gucken wir mal im Browser, da kann man auch zoomen. Ja, kann man mit der Finger, da kann ich jetzt rumtatschen. Habe jetzt quasi eine Art 23 Zoll Tablet. Ne? Und diesen Bildschirm, der ist so flach, den kann man hinlegen. Den könnte man jetzt auch flach legen. Also flach, da sind wir wieder beim Puff, wo es gerade so rot ist. Und das Mädchen lächelt auch schon. Nein, wir haben einen USB-Stick dran. Und hier ist dann, das war schon dabei, das ganze Programmchen hier. Seht ihr meinen USB-Stick 2015 Videos, ne? Kann ich hier schön browsen. Wunderbar. Na, ja, gut. FTP Droid hatten wir letztes Mal gesehen, brauche ich jetzt nicht nochmal zu zeigen. Ne? Galerie mal anzeigen. Nur diesmal. FTP Droid, das war das andere Gerät. Ne? Das Altgerät war eigentlich von der Hardware-Ausstattung besser, ne? Eingebaute Webcam und so weiter. Aber es konnte nicht touchen. Ne? Konnte nicht touchen. Also dieser Dings, ne? Den hatte ich ja letztes Mal gezeigt. Der werkelt jetzt hier im Netzwerk als FTP-Server, als NAS im LAN. Ne? Gibt es auch eine Playlist. So, gut. Kann ich was abspielen? Ja, kann ich auch. Irgendwie Picture Viewer, Video Player war schon dabei, brauchte ich nicht zu installieren. Könnte ich hier abspielen. Nur diesmal. Ich hoffe, ihr mitgeholfen zu haben. Verbleibe mit freundlichen Grüßen und Tschüss.